Sie sind hier, 19. Januar 2019, 13.22 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Heidi Zacher feierte in Park City den 7. Weltcupsieg ihrer Karriere. Urheberrecht Getty Images. Vor einem Jahr verletzt sich Heidi Zacher in Park City schwer. Jetzt gelingt der Skicrosserin an gleicher Stelle ein überraschender Sieg. Skicrosserin Heidi Zacher, Lengries, ist rechtzeitig vor der WM in Park City, USA, ab 1. Februar in Topform. Beim Weltcup im schwedischen Idrefjell, wo sie im Vorjahr im Training einen Kreuzbandriss erlitten und deswegen auch die Olympischen Spiele 2018 von Pyeongchang verpasste hatte, fuhr die 30-Jährige etwas überraschend zu ihrem 7. Weltcupsieg. Zacher, total happy. Zacher war die Freude über den Erfolg deutlich anzusehen. Es ist unglaublich, letztes Jahr habe ich mich hier verletzt und meine Saison war vorbei, und jetzt zurückzukommen mit einem Sieg, ist großartig. Ich bin total happy, sagte sie. Beim WM-Rennen am 2. Februar gehört Zacher damit zumindest zu den MedaillenanwärterInnen. Seit ihrem Comeback Mitte Dezember als 21. In Arosa, Schweiz, hatte sich Zacher konstant verbessert. Bei den beiden Rennen in Innichen, Italien, fuhr sie auf die Ränge 15 und 7, nun war sie im Finale schneller als Sochi-Olympiasieger Marielle Thompson, Kanada, und die Olympiadritte Fanny Smith, Schweiz, die in dieser Saison bereits 2 der 3 Rennen gewonnen hatte. Daniela Mayer, Urach, schied im Viertelfinale aus. Keinen guten Tag erwischten die deutschen Männer. Daniel Bonacker, Gerhausen, Paul Eckert, Sama Berg-Öwang und Florian Wilmsmann, Hartpennig, scheiterten allesamt schon in ihren Achtelfinalläufen. Sieger wurde Alex Pfeiffer, Schweiz. Von Sportinformationsdienst.